Servus, meine Freunde. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Außenanlage vom Botanischen Garten zum Beispiel bauen könnt. Das haben wir hier. Hier müssen wir erstmal einen Platz schaffen. Ne, den wollen wir nicht abreißen. Da oben haben wir den Botanischen Garten schon gebaut. Und jetzt versuchen wir hier noch ein paar Fußwege reinzubauen, wo dann die Leute schön spazieren gehen können. Immer schön geschwungen, weil es soll ja kein Park sein, wo die Leute schnell durch müssen. Wird's auch, aber das soll ja auch hauptsächlich zum einfach Spazieren sein und die Leute können sich dann dort erholen. Jetzt setzen wir noch ein paar Bäumchen. Ich habe mir überlegt, es gibt immer so Ecken, wo unterschiedliche Bäume stehen, wie wirklich in so einem botanischen Garten, wo es immer so ein bisschen themenbedingt ist. Natürlich müssen wir dann hier noch ein paar Felder einteilen. Genau. Das machen wir dann jetzt mal. So, das sind immer noch nicht genug. Hier noch eins rein, genau. Und dann haben wir jetzt schon ein paar Fältchen eingeteilt. Jetzt setzen wir wieder ein paar Bäumchen. Hier zum Beispiel so ein paar Nadelbäume. Das größte Feld wird dann mit den größten Bäumen auch besiedelt. Hier noch ein paar kleinere hin. Die klatschen wir hier oben hin, genau. Da passen die auch, weil das ist der Baum, der wo automatisch schon beim Botanischen Garten dabei ist. Und hier, worauf man auch immer achten muss, ich tue die Bäumchen immer so in Gruppen aufstellen, damit nebendran auch noch Platz ist, wo sich die Leute dann auf die Wiese legen können in den Parks und sich ein bisschen ausruhen können. Hier möchte ich jetzt noch mit ein paar Büchsen, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Auf jeden Fall mit Buchs möchte ich jetzt hier noch den Rand gestalten. Ich finde, es sieht auch immer sehr schön aus, gerade bei City Skylines. Dann hat es immer so einen Charakter, ungefähr wie von so einem Park, wo war das nochmal, Renaissance, aus der Zeit ungefähr, wenn man so die großen Parks von den Schlössern anguckt, da sind auch immer die Wege oft mit so Buchs eingegrenzt und so möchte ich dem hier ungefähr nachempfinden. Jetzt sind wir auch gleich fertig, ich habe noch ein Zwischenweg durch die Mitte gemacht, damit es einfach in zwei Teile unterteilt wird. Ich finde, es sieht dann schöner aus. Genau. Jetzt haben wir hier die Parkanlage mal angebracht. Baum, nee, finde ich passt nicht so gut in die Mitte rein. Dann machen wir jetzt mal noch weiter. So, da hinten bin ich noch auf die Idee gekommen, bis zum Stadtrand noch zwei Parks zu bauen. Einen unten, einen oben. Diese dann miteinander verbinden, damit es eine Luftschneise nach draußen oder rein in die Stadt gibt und die Luft gut zirkulieren kann und nicht alles zugebaut ist. Ein bisschen Grün ist ja immer sehr wichtig in seiner Stadt und persönlich gefällt es mir auch sehr gut. Hier links hätte ich jetzt aber schon gerne noch eine Verbindung rüber auf die andere Seite, das was wir gerade eben gebaut haben, was jetzt aber schlecht funktioniert, da wir hier schon alles zugebaut haben und den Botanischen Garten kann ich ja leider nicht abreißen, da der die zentrale Rolle hier in unserem Park spielt. Also reißen wir die zwei erstmal ab, tun hier außenrum jetzt den Fußweg anlegen. Gucken wir mal, dass wir genau, oh, da sind wir ja schon ziemlich knapp dran. Und dann, ja, hier, das passt so. Jetzt können wir dann noch den kleinen Park einmal rein. Wow, perfekt. Er passt genau rein. Und dann können wir jetzt hier einfach wieder, so wie wir es vorhin gelernt haben, noch ein paar Bäumchen setzen. Auch wieder in der Gruppe. Ja, schau, die passen doch perfekt da rein. So, dann haben wir den Park jetzt eigentlich auch zum Großteil schon fertig gebaut.
Ein paar Bäumchen vielleicht noch hier oben, ja genau. Da fehlen noch ein paar hin zur Straße. Und dann können wir uns das Ganze auch mal noch von oben jetzt angucken. Okay. Doch, ich finde, wenn das alles zugebaut ist, lasse ich mal noch ein bisschen simulieren, dann sieht es bestimmt schön aus. Das hier gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe dann, dass die Leute das ja auch benutzen und Spaß dran haben an dem Park. Hier laufen schon die ersten durch die vorgefertigten Parks. Bin ich dann mal gespannt, wie das später aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir zurück. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Habe jetzt hier die Straße auch nochmal umgeändert, wo man gerade gesehen hat, dass die Leute da drüber laufen, damit der Zebrastreifen da ist. Und die Leute benutzen diesen Weg. Man sieht es, sie laufen da groß durch. Auch manchmal nach hinten laufen sie. Hier sieht man einen, wie er vorbeiläuft. Wunderschön, wunderbar gefällt mir das. Der Botanische Garten wird angenommen. Perfekt. Hier habe ich jetzt nochmal eine Stelle, wie ich am Wasser unten noch einen Park bauen möchte. Habe ich einfach eine bisschen grüne Fläche, aber wenn ich die grüne Fläche in City Skylines einfach grün lasse, dann gehen dort leider keine Leute hin. Also muss ich sie mit Parks bebauen, auch wenn ich dann die Gefahr laufe, oder ich weiß schon davor, dass ich gnadenlos in die Gefahr reinlaufe, immer dieselben Parks zu benutzen, weil es in City Skylines auf der PlayStation bis jetzt einfach nur 3 Parks gibt, durch die man durchlaufen kann. Also wo man auf der einen Seite reingehen kann, auf der anderen Seite raus. Da gibt es nur 3 Stück und der eine ist viel zu groß. Der andere ist scheiße und der hier ist perfekt. Also nehme ich halt immer den perfekten. Deswegen, der hier ist auch nicht so gut, den wo ich jetzt hier links gebaut habe. Der ist praktisch, wenn man ein bisschen schmalere Sachen hat, aber wirklich zum Durchlaufen ist er auch nicht optimal. Jetzt machen wir noch ein paar kleine Parks rein, um das zu füllen, dann, um auch noch mehr Besucher. Das war es dann auch schon wieder mit den Parks bei City Skylines und Flair. Und wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, dann sehe ich immer, dass es euch gefällt, dann bringe ich auch noch mehr City Skylines. Und morgen kommt dann schon wieder das nächste Video, denn wir sind gerade in der Flair City Skylines Woche. Viel Spaß!